Hallo und herzlich willkommen bei Emmas Lieblingsstücke. Ja, alle Jahre wieder brauchen wir ein paar Butterbrottüten, um uns, nein, dieses Mal keinen Stern, sondern eine hübsche Schneeflocke zu basteln. Also ich finde auf jeden Fall, es sieht aus wie eine Schneeflocke. Vielleicht seht ihr da auch einfach nur einen Stern drin. Das müsst ihr jetzt selber entscheiden. Im letzten Jahr habe ich euch jedenfalls schon die fluffigen Weihnachtssterne gezeigt und da habe ich im Nachhinein betrachtet wieder mal ordentlich viel erzählt. Dieses Mal machen wir es ein bisschen kürzer, denn im Grunde geht es ja eigentlich auch nur um das Muster, wie das aussehen muss. Fotografiert euch das am besten gleich einfach ab und übertragt das dann entweder direkt auf die Butterbrottüten oder macht euch eine Schablone aus Pappe, dann ist es halt noch einfacher und ihr könnt sie außerdem immer wieder verwenden. Für die Schneeflocke habe ich 6 Tüten benutzt und ich klebe mal wieder mit meinem Expressholzleim. Jeder andere Kleber sollte auch gehen, er darf halt nur nicht zu lange trocknen und zu flüssig sein, dann wälzt sich das Papier. Dann habe ich noch einen Bleistift und eine Schere und ein Stück Pappe. Das braucht ihr zum einen, solltet ihr euch halt eine Schablone basteln wollen. Und außerdem brauchen wir halt noch 2 schmale Streifen, denn dieses Mal kleben wir die Schneeflocke nicht dauerhaft zusammen, sondern wir machen es so, dass ihr das Teil nach Weihnachten einfach wieder zusammenfalten könnt. Ja, so könnt ihr die Schneeflocke natürlich auch super verschenken, verschicken oder wie auch immer. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So sieht unser Muster jetzt aus. Fotografiert es euch einfach ab oder malt es freihand auf. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, die Tüten haben immer eine kurze und eine lange Seite durch die Lasche. Also ihr müsst immer auf der kurzen Seite das Muster übertragen. Ich klebe dann auch auf der kurzen Seite, aber wenn ihr das auf die lange Seite macht, dann fehlt euch natürlich hier nachher die Spitze. Also darauf solltet ihr achten. Ja, und dann habe ich hier noch so ein paar Eckpunkte, vielleicht interessiert es euch, wo ich das Muster angefangen habe bei 3,5 und wo die Spitzen ungefähr so aufhören. Das ist im Grunde eigentlich alles und dann würde ich sagen, wir kleben jetzt einfach mal. Bevor wir mit dem Kleben anfangen, übertragen wir das Muster erstmal mit der Schablone auf eine Butterbrottüte und dann kleben wir die Tüten aufeinander. Ich gebe den Kleber immer auf die kurzen Seiten, unten so circa 2 cm und dann einmal einen schmalen Streifen mittig. Im Grunde sieht es aus wie ein Tee, was auf dem Kopf steht. Die letzte Tüte ist die mit dem Muster und dann lassen wir das erstmal kurz trocknen. In der Zwischenzeit schneiden wir uns die beiden Querstreifen zurecht. Ich benutze dafür nochmal die Schablone, denn ich möchte, dass der Streifen oben spitz zuläuft. Ich mag das mit dem Pappstreifen überhaupt nicht. Ich finde, man sieht das immer, egal wie man es macht, breit, schmal, spitz, stumpf. Es gibt nachher immer so einen blöden Spalt. Aber ihr hattet im letzten Video gefragt, wie man die Sterne verstauen kann. Ja, und das ist eben die Lösung. Ich persönlich kann mich nach einem Weihnachten ganz gut von den Sternen oder Flocken trennen und mache dann im nächsten Jahr wieder einen neuen, anderen Stern. Ja, und dann können wir auch endlich das Muster in unsere zusammengeklebten Tüten schneiden. Das ist ein bisschen schwierig teilweise, weil die Seiten halt einfach sehr dick sind und da ist es echt schwer zu schneiden. Also da braucht ihr wirklich eine sehr, sehr gute, scharfe Schere für. Zum Schluss werden die Pappstreifen mittig auf beide Seiten geklebt. Dann können wir die Schneeflocke einmal aufklappen und mit einer Lochzange oder einem Locher ein Loch für die Aufhängung stanzen. Ja, so sieht unser Flöckchenstern jetzt aus und ich habe tatsächlich im Nachhinein aus Versehen das komplette Teil nochmal gelocht. Also man klappt das ja auf und locht dann genau da, wo die Pappteile sind. Und da war bei mir irgendwas nicht richtig durch. Und dann habe ich nachher einfach so im geschlossenen Zustand nochmal nachgelocht. Und jetzt hat jede einzelne von meinen kleinen Spitzen hier ein Loch. Also macht das besser nicht. Aber gut, jetzt ist es halt so. Ich hatte ja erwähnt, dass ich kein Freund von den Pappstreifen bin und ja, ich klebe die Dinger am liebsten einfach zusammen mit doppelseitigem Klebeband. Das geht super einfach und schnell und sauber und dann könnt ihr die Dinger immer noch verschenken, denn der Beschenkte muss ja eigentlich nur diesen Schutzstreifen abziehen und dann den Stern nur noch zusammendrücken. Ist kein großes Ding. Ja, und ich mache dann die
Lochung auch nicht eben auf der Seite, wo wir final geklebt haben oder wo die Pappstreifen sind oder wären, sondern genau auf der gegenüberliegenden Seite. Denn ich bilde mir ein, dass der Stern dann einfach schöner fällt. Vielleicht liegt es daran, dass er dann auf dem Kopf hängt und da ein bisschen mehr Spannung drauf ist. Keine Ahnung, mir ist es bei den fluffigen Weihnachtssternen aufgefallen, dass sie so ein bisschen durchhängen. Aber vielleicht, wie gesagt, bilde ich es mir ein. Guckt einfach mal, wie es bei euch aussieht, ob das bei euch auch so ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe natürlich, dass das durchaus kurze Video dieses Mal euch gefallen hat. Und sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.